Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2021 My Team Karriere. Wir sind heute beim großen Preis von Großbritannien war letztes Mal, habe ich mich vertan. Von Ungarn. Auf jeden Fall, in der letzten Folge sind wir in Großbritannien gefahren. Das war ein gutes Rennen. Da sind wir von Platz 11 gestartet und haben das Rennen auf Platz 5 beendet. Gott sei Dank ist Hamilton rausgeflogen, weil er ist ja unsere WM-Rivale momentan. Und als erstes suchen wir uns mal einen Sponsor aus, ne? Was haben wir da in der letzten Folge, wo wir aufgehört haben? So, ich habe mich entschieden für. Weil ich es gut hier so. Für den Lupo habe ich mich entschieden. Lupo Industries. Ne? Weil wir brauchen momentan echt viel Geld. Und. Ne? Auf jeden Fall, wir brauchen das auch unbedingt. Da können wir suchen, wie wir wollen. Ne? Und das dann die Aufgaben dann nicht erfüllen. Aber wir brauchen jetzt unbedingt Geld. So, jetzt ein paar Aktivitäten noch zuweisen. Ne? Und dann sollte die Zeit auch ganz gut genutzt sein bis zum Rennwochenende. So, was haben wir hier noch? Forschung für und Entwicklung, 0 Ressourcenpunkte haben wir dafür bekommen. Also als Belohnung, ne? Ja, gucken wir doch nochmal auf den F&E-Baum. Wir haben 1600 Ressourcenpunkte. Machen wir das doch mal für den Chassis hier. Das soll nach Belgien ankommen. Ja, sieht gut aus. Dann sollten wir auch etwas weiter vorne sein in der Chassisabteilung, ne? Von der Leistung her. Und spüren wir auch sofort die Zeit vor, ne? Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Jegliche Neuentwicklungen musst du über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Na, das ist ärgerlich. Na, auf jeden Fall, das haben wir jetzt nochmal gekauft. Das für den Motor, glaube ich, Stromerziehfähigkeit. Und dann gucken wir mal, ob die anderen Updates hoffentlich ankommen werden. Na, weil wir brauchen die momentan jetzt echt. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Gott sei Dank haben wir noch so viele Ressourcenpunkte übrig, ne? Das soll jetzt vor Belgien ankommen. Auf jeden Fall, das wäre jetzt hier echt. In Ungarn wäre das jetzt echt wichtig gewesen für uns, wenn das ein Update für den Motor angekommen wäre. Das wäre echt gut gewesen. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Power untermarschen, ne? Da hätten wir vielleicht noch was anderes reißen können. So, wir sind jetzt hinter Alpine und vor Alpha Tauri. Das sieht ganz gut aus, aber ne, es könnte halt besser noch sein, ne? Wenn wir vor Alpine sind und auf der gleichen Höhe mit Ferrari und McLaren, dann können wir gucken, was wir dann machen. Ne? Da können wir schon ein bisschen mehr machen. So, auf jeden Fall würde ich sagen, gucken wir uns nochmal hier auf die Einrichtung an. Triebwerk. Das können wir uns holen. Können wir uns noch was da oben holen beim Aerodynamik? Ne, machen wir das für den Triebwerk, für die Bauzeit. Und dann spulen wir nochmal die Zeit vor. Das kommt nochmal gut an für die Aerodynamik. Und dann springen wir auch sofort ins Wochenende. Mal gucken, was wir da so reißen können in Ungarn. Keine schlechte Strecke für uns. So, da wären wir in Ungarn jetzt, ne? Also, im Fahrerlager noch. Gucken wir uns mal das Wetter an. Was sagt das Wetter? Ja, die Entwicklung kennen wir ja hier schon, ne? Die zwei sind nicht angekommen, die anderen beiden ja, das ist okay. So, im Qualifying soll es Regen geben. Das wird hart. Rennen ist Gott sei Dank trocken. Wäre besser, wenn das andersrum wäre. Da hätten wir vielleicht im Rennen ein paar mehr Punkte holen können, ne? Weil dann können wir weiter nach vorne fahren. Weil im Renntreffen sind wir im Regen besser als im Qualifying. So, da wären wir auf unsere erste fliegende Runde hier, ne? Also gleich starten wir die erste fliegende Runde. Jetzt sind wir noch gerade auf der Outlap. Auf jeden Fall, wie ihr seht, es regnet. Nicht ganz schön, naja, zu stark jetzt auch nicht, weil wir können auch mit den Softreifen fahren. Es ist noch nicht nass genug, obwohl es eigentlich schon ziemlich nass aber aussieht. Können wir trotzdem noch mit den Softreifen hier fahren. Das finde ich ein bisschen komisch, aber na gut. Mick Schumacher, schnellste Runde, das sowas sieht man selten, ne? So, jetzt beginnen wir unsere erste fliegende Runde. Hoffentlich sitzt ihr auch, ne? Ja, man merkt schon, im Ausgang von der Kurve, da ist es schon ein bisschen rutschig, aber man kann auch spät bremsen. Spät bremsen geht nur, der Ausgang wird ein bisschen schwierig zu nehmen, wenn es nass ist. Aber das sollten wir hinbekommen, ne? So, Bottas schnellste Runde jetzt.
So, das war die letzte Kurve, die haben wir noch gut mitgenommen. So, die Runde sah eigentlich ganz gut aus. Wir sind auf Platz 3 momentan, hinter Leclerc und Bottas. Das Leclerc erste, das wundert mich ein bisschen. Auf jeden Fall, die Runde sah ganz gut aus. Wir fahren aber noch eine Runde. Das ist jetzt schon die vierte Runde, die wir hier fahren. Und da verbessern wir uns noch ein Stückchen. Wir sind momentan immer noch auf Platz 4, also wir sind ein Platz runtergerutscht, aber trotzdem immer noch ziemlich weit oben. Ne, so wie es aussieht, verbessern wir uns gerade um 2 Zehntel, jetzt 1,5. Hoffentlich sitzt die Kurve noch ein bisschen besser als vorhin. Da können wir noch einiges rausholen. Ja, 1,5. Ja, das sieht gut aus. Ja, eine halbe Sekunde vom ersten, glaube ich, oder von Leclerc. Ich bin mir nicht sicher. So, fahren wir jetzt nochmal raus. Wir sind jetzt am Ende von Qualifying, wir sind auf Platz 8 momentan. Und wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr. Die, die wir gerade vorbeigelassen haben, die waren auf ihrer schnellen Runde. Wir beginnen gleich unsere schnelle Runde, weil wir haben ja noch ein bisschen, paar Sekündchen Zeit hier, ne? Wir machen nochmal hier ein bisschen langsam. Damit wir gleich leere Fahrt haben vor uns, dass keiner uns auffällt oder stört. So, 13 Sekunden noch, das sollten wir schaffen eigentlich. So, dann wollen wir jetzt die letzte fliegende Runde hier noch einmal beginnen, ne? Hoffentlich sitzt ja auch. Oh, da waren wir viel zu weit raus. Da war mittlerer lila Sektor. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt die letzten zwei Kurven noch richtig gut einmal mitnehmen. Dann sollte das für eine richtig gute Verbesserung reichen. Guckt euch mal, wo die Mercedes-Piloten sind. Die sind auf Platz 7 und 8. Hamilton auf 7 und Bottas nur auf Platz 8. Die sind dahinter sogar schon. Vielleicht können wir vor denen sein, wenn die Runde jetzt gesessen hat. Und die Runde, die war gut. Wir haben uns gut verbessert, aber... aber wo sind wir? Das ist jetzt die spannende Frage, ne? So, wir sind leider nur auf Platz 9 geblieben. War aber ganz knapp in Bottas nochmal. Unter einen Zehntel sogar. Ja, das war schon ganz knapp. Hamilton siebter, Verstappen erster. So, willkommen hier zurück in Q2. Ne, wir haben die Zeit schon ein bisschen vorgespurt. Oh, wir sind nur noch 5 Minuten. Jetzt fahren wir mit Intermediates mittlerweile schon. Es ist schon zu nass, um noch mit Softreifen zu fahren. So, das fühlt sich jetzt auch ein bisschen besser an als vorher mit den Softreifen. Auch im Rausbeschleunigen. Obwohl es ein bisschen nasser ist auch schon. Oh, da sind wir ziemlich weit rausgekommen. Bisschen Zeit verloren, bisschen sehr viel Zeit verloren. So, die. Oh, das war knapp jetzt hier mal gerade. Das war ein bisschen knapp. Da habe ich uns schon ein bisschen rutschen sehen. Ein bisschen mehr dazu rutschen. Oh, die Kurve war ganz schlecht jetzt. Oh, die war ganz schlecht. Da müssen wir noch zwei weitere Runden hinterherhängen. Ich sag ja, im Qualifying-Regen ist nicht so schön, aber im Rennenregen, da wäre ich dabei, weil Renntrim ist immer ein bisschen anders als Qualifying im Regen, ne? Aber manchmal ist Regen-Qualifying auch nicht schlecht, ne? So, das war die erste Runde. Jetzt machen wir mal die zweite Runde. Die sollte um einiges besser jetzt sein. So, wir sind mittlerweile in der vierten Runde schon, ne? Wir sind gerade erstmal nur auf Platz 15, hinter uns ist nur Räikkönen. Und wir verbessern uns hier in der vierten Runde nochmal um 2 Zehntel. Ne, was ist das? 2,5 Zehntel ungefähr. Ja. Qualifying ist jetzt auch beendet. Hoffentlich verbessern wir uns noch ein bisschen nach vorne. Ja, mal gucken. Mal gucken.
Oi, scheiße, wir sind nicht nur in den Top 10, schade eigentlich. Aber guckt euch mal das an, zwischen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, wie knapp das ist. Und dann noch Leclerc auch noch dazu. Eieiei, unter einem Zehntel alle drei. So, Vettel auf 11. Wo sind wir? 15. nur. Eieiei. Ey, das war scheiß langsam, ey. Das war nicht gut. Ey, gar nicht gut. Na, hier sind wir wieder zurück. Das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Ja, Gott sei Dank, ne? So, springen wir sofort ins Rennen, ne? Ich begrüße Sie wieder einmal aus Budapest für eine weitere Portion Formel 1 Action. Historisch betrachtet scheint es ein gutes Rennen für erste Siege zu sein. Denn Button, Hill, Alonso und Heikki Kovalainen, sie alle haben hier zum ersten Mal die oberste Stufe des Siegertreppchens betreten dürfen. Der Ungaroring, 19 Kilometer nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest, bietet 14 Kurven voller Geschichte und Prestige. Das Überholen auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke war immer schon schwierig, doch vor allem die letzten Jahre brachten uns außergewöhnliche Rennen. Hoffentlich erleben wir heute auch so eines. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Reden wir über den Professor. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Sie haben es geschafft, Fehler zu vermeiden und legen ein gutes Tempo vor. Bisher war das eine wirklich gute Saison. Aber ob sie es schaffen, weiterhin so gute Leistungen zu bringen, wird sich erst noch zeigen müssen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Sainz, Perez, Lewis Hamilton und Ricardo. Norris, Fernando Alonso, Tsunoda und Sebastian Vettel. Gasly, Ocon, der Professor und Verstappen. Raikkonen, Giovinazzi, George Russell und Mick Schumacher. Lundgaard, Latifi, Mazepin und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. So, da sind wir in der Startaufstellung. Das ist unsere Strategie, die uns hier vorgegeben wird. Wir machen die obere natürlich, die ist ein bisschen schneller. Und wir starten doch etwas weiter vorne als erwartet, weil Verstappen sehr wahrscheinlich noch eine Strafe bekommen hat und ein paar andere Leute auch. Von 13 starten wir jetzt. Und ich würde mal sagen, beginnen wir jetzt das Rennen und holen wir alles raus, was wir können, ne? So, da kommen auch schon die fünf roten Lichter. Und es geht auch schon los. Mensch, werden die Ampeln jetzt aber lange an. Guter Start von uns. Ja, sieht ganz gut aus mit Medium-Reifen. Die anderen kommen aber ein bisschen besser weg als wir. Vor allem Verstappen hinter uns da. Wir müssen mal ein bisschen tricksen jetzt gleich. Wir müssen gleich innen reingehen so ein bisschen. Oh, das war aber knapp da. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Ey, was soll der Scheiß? Gasly drängt uns da voll auf den Rasen ab. So. Ne, das war Tsunoda. Sorry. Nicht Gasly. So, innen rein hier bei Tsunoda da. Tsunami. Dann müssen wir vorbei, sonst hält er uns so lange auf. Vor uns sind jetzt die beiden McLaren-Piloten, Ricardo und Norris. Da sollten wir jetzt in der ersten Runde eigentlich auch schnell vorbeikommen, weil jetzt sind alle eng beieinander und wir können spät bremsen dann. Und dann hätten wir den Vorteil später, die dann nicht mehr zu überholen, um keine Zeit zu verlieren. So, innen rein jetzt hier gegen Ricardo. Ja, kann sie sehen lassen. Der nächste ist Norris. Mal gut durch die SS-Kurven hier einmal kommen. So, Alonso ist schon auf Softreifen. Und wir können noch mit denen mithalten da vorne. Das sieht gut aus. Für uns. So, unsere Steuerelektronik ist ein bisschen abgenutzt, schon mal 55%. Ja, Leclerc ist auch momentan Erster, das ist erstaunlich von ihm. So, wir sind in Runde 2 jetzt schon hier in der Mittelsektor angekommen. Und Norris kann sich eigentlich so gar nicht absetzen von uns. Das ist auch gut eigentlich von uns momentan. Hinter uns ist immer noch Ricardo, der ist immer noch ziemlich nah dran. Vor uns ist Norris. Wir kommen auch immer ein bisschen näher an Norris.
Das schwankt immer so ein bisschen. Ich glaube, wir sollten den jetzt welchen eigentlich bekommen. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren gegen Norris. Dafür hat Ricardo ein bisschen Zeit gut gemacht. So, Leclerc ist ja wieder schon letzte Runde. Ist immer noch erst, das ist ja wahrscheinlich. Oh oh, Ricardo greift an. Wir müssen ein bisschen verteidigen. Außen vorbei wieder, hoffentlich. Außen wieder vorbei. Oh, da gab es eine leichte Berührung. Ich weiß nicht, ob wir ihm zu wenig Platz gelassen haben oder ob er uns ein bisschen touchiert hat. Keine Ahnung. So, wir sind immer noch vorbei an Ricardo. Bisschen Zeit jetzt gegen Norris verloren, 1,4 Sekunden sind es jetzt schon. So, Alonso ist schon der Erste, der in die Box geht. Und Hamilton auch. So, an die beiden sollten wir vorbeikommen, ja. Platz 6 erstmal. So, Norris können wir jetzt gar nicht mehr schnappen, ich weiß nicht warum, der ist jetzt ein bisschen zu schnell für uns schon. Runde 8, Runde 16 sind wir jetzt. Unsere Reifen sind schon bei 43%. Bottas kommt auch in die Box für harte Reifen, Leclerc kommt auch in die Box. Der geht auch auf harte Reifen. Damit werden die sehr wahrscheinlich jetzt durchfahren. So, die beiden bekommen wir auch noch. Das sollte dann Platz 4 sein, ja, Platz 4. Perez und Norris sind noch vor uns, die kämpfen gerade miteinander. Die sollten auch demnächst eigentlich in die Box kommen. So, Runde 17. Hinter uns ist Leclerc. Oh, man merkt schon, die Reifen, die geben schon langsam den Geist auf. Ja, das ist schon nicht mehr schön zu fahren hier. Wir müssen uns aber noch ein bisschen gedulden. Oh, scheiße, nicht nur Leclerc hinter uns, sondern auch Bottas. Ey, das wird jetzt Spaß machen. Mit den alten Reifen gegen die beiden zu fahren, mit frischen, harten Reifen. Mal gucken, ob wir die erstmal hinter uns lassen können. Wisst ihr was? Ich überlege mir gerade, soll jetzt auch in die Box fahren. Perez und Norris kommen jetzt auch rein. Ja, komm, fahren wir auch rein. Sonst verlieren wir nur noch mehr Zeit. Und ja, vorsichtig hier ein bisschen. Ja, war gut eingebremst. Hoffentlich ein guter Boxen und unser Boxencode. Das ist jetzt ziemlich wichtig gegen Ricardo später. Und gegen die anderen Piloten da hinter uns, die wir alle überholt haben. Vor allem Tsunami und Gasly. So, gebt euch Mühe also. 3,1. Oh, das war langsam. Das war wirklich langsam. Tsunami kommt auch in die Box. Ricardo kommt da hinten. Angeschossen, glaube ich. Aber wir sind vor ihm draußen. Sehr schön. Hamilton auf Platz 8. Und Alonso 7. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Ja, damit sollten wir jetzt eigentlich durchfahren, ne? Runde 18. Vettel kommt in die Box. Und Ricardo geht auch nochmal rein. Runde 19. Ja, Alonso ist vor uns, hat Medium-Reifen mit 7,3 Sekunden Abstand von uns. Hinter uns ist Gasly mit harten Reifen, auch 10 Sekunden Abstand. Ach ja, mal gucken. Komm, versuchen wir jetzt mal eine schnelle Runde zu fahren. Ne? Mal gucken, was funktioniert. Boah, die Schikane mit frischen Reifen zu fahren, die ist einfach nur ein Traum. Oder die S-Kurven hier, das macht richtig Spaß, mit denen zu fahren. So, wir kommen langsam immer näher an Alonso dran. Vielleicht kriegen wir den ja noch gegen Ende des Rennens. Wir haben ja genug Runden, sind ja noch, 15 Runden haben wir noch. Oh, mit lila Sektor sogar, schaut euch das mal an. Vielleicht fahren wir sogar die schnellste Runde noch. Also ist es doch möglich. So, 6,5 Sekunden schon zu Alonso. Den sollten wir noch bekommen bis Ende des Rennens. Das wäre nicht schlecht für uns. Oh, schade, hat er nicht ganz für die schnellste Runde gerichtet. Oh, da waren wir ein bisschen weit draußen. Mittlerweile war Alonso an der Box, glaube ich. Ich habe nicht darauf geachtet. Auf jeden Fall, wir sind jetzt momentan Sechster. Vor uns ein paar zu überrunden. Das ist das einzige Spannende, was wir jetzt noch machen können, die letzten drei Runden noch oder zwei.
Wer ist das? Latifi und irgendein Haas. Bestimmt Marzipan. Oh, Leclerc schnellste Runde. Ist er immer noch Erster? Das würde mich jetzt wundern, wenn er immer noch Erster ist. So, vielen Dank für Latifi, ne? Dass er gut Platz macht. Marzipan ist der Nächste. So, der macht auch gut Platz. Danke sehr. Und dann beginnen wir jetzt unsere letzte Runde, nicht? So, Runde 35, letzte Runde. Der nächste Schumacher, den wir, glaube ich, hier überrunden werden. Ja, Schumacher, Shoemaker. So, der macht gut Platz. Vielen Dank, Shoemaker. Schumi, vielen Dank. So, Mittelsektor nochmal gut mitnehmen. Und dann ist das jetzt auch schon die letzte Runde. Die S-Kurven hier noch einmal richtig schön reinhängen. Oh, Leclerc gewinnt das Rennen. Wow. Also das staut mich jetzt mal gerade ein bisschen so, ne? Dass Leclerc hier gewonnen hat. Damit hätte ich nicht gerechnet. Naja gut, aber so sei es, ne? Norris Perez, 20 Sekunden vor uns, das ist schon heftig. Aber krass, dass Perez sich noch durchgesetzt hat in den letzten, auf den letzten Runden. Weil die fighten schon, keine Ahnung, schon seit ungefähr 20 oder 30 Runden miteinander. So, das war's. Jubel! So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. So, Wiesenfahrer des Tages nochmal geworden. Sehr schön. Schöne Leistung von uns. Das gefällt mir doch. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Bei der Siegerehrung sehen wir den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute der Professor. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorn. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Wir sind momentan auf Platz 4 in der Konstrukteursmeisterschaft. 52 Punkte immer noch hinter Mercedes und Red Bull hat aber gut aufgeholt. 6 Punkte nur noch hinter Mercedes, das ist schon heftig. Und Ferrari auch nur 10 Punkte hinter Mercedes. Also wir müssen uns ein bisschen anstrengen da, ne? Aber ja gut, wir sind da. Ich bin der Einzige, der in die Punkte fällt aus unserem Team, ne? So, Weltmeisterschaft, 22 Punkte sind wir vor Leclerc. Das ist schon ein bisschen lustig, dass Leclerc weil mal der Zweite ist und nicht mehr Hamilton oder Perez oder keine Ahnung wer oder Verstappen. So, und auf jeden Fall die ersten 6 haben noch die Chance, Weltmeister zu werden. Das ist schon heftig, wie das momentan hier bei uns zuläuft. So, Hamilton ist ausgeschieden. Wann ist das denn passiert? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Lundgren ist auf Platz 16 gefahren. Vettel nur auf Platz 13, ist von 10 gestartet. Das ist schlechte Leistung von ihm mal. Ey, was macht die Kado da unten? Er ist von 6 gestartet, ist jetzt 12. Verstappen auf 10, ja, okay. Hätte auch besser sein können. Tsunami, Gasly, dann kommen wir, Norris. Eine gute Leistung von ihm und Leclerc. Also das war schon eine Hammerleistung von Leclerc, nicht? So, noch ein bisschen Teamanerkennung gibt's hier und Rivalitätspunkte. Kohle, das Wichtigste vor allem, ne? Unsere Gewinnspanne sieht gerade gut aus. Ich glaube, wir haben Spielraum für mehr Investitionen. Ja, gut, das war's schon wieder von der Folge, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, ist kostenlos, würde mich sehr drüber freuen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann beim großen Preis von Belgien damit dabei, ne?
So, wir sind ja jetzt mit Assassin's Creed 2 durch. Demnächst fangen wir wieder an mit Assassin's Creed Black Flag und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.